Hi Leute, ich bin Pete und heute wird es mal Zeit, euch mein Survival Camp vorzustellen. Es ist fertig und ich mache mit euch mal einen kleinen Rundgang. Also hier vorne verstecke ich jetzt immer meinen Roller, damit der hier im Bild nicht stört. Weil wir haben hier vorne einmal das Kochstudio, wo wir dann halt die Kochvideos machen oder irgendwelche Outdoor-Produkte vorstellen. Ne, das hier ist ganz neu dazugekommen. Da hinten in der Ecke steht Bärbel. Ja, hier haben wir das Tipi. Da drinnen kann man sich abends schön aufwärmen und am Feuer grillen. Hier drumherum habe ich jetzt einmal einen Windschutz gebaut. Da, wo der Ofen steht, habe ich Betonplatten hingebaut, damit es halt hier nicht irgendwie brennen kann. Ja, dann befindet sich hier ein Durchgang. Und hier vorne steht noch so ein kleines Survival Camp. Das kommt aber in Zukunft ab. Hier vorne steht Bob. Bob ist jetzt einmal hier eingekleidet, weil man ihn sonst sehen würde. Er hat ja so einen schönen Hautfarben. Und hier kann man unterschiedliche Techniken dran üben oder sich einfach nur auspowern. So, gehen wir mal hier rein. Hier sind wir auf der Außenterrasse. Ich habe zwei kaputte Gartenstühle. Einmal mit Holz wieder stabiler gebaut. So, da kommt eine Auflage rauf und dann kann man hier wunderbar sitzen. Und der Blick lässt sich auch gut sehen, denn hier haben wir zum Beispiel Rehe, Pferde, Hasen, Füchse. Alles Mögliche läuft hier im Wald rum und auf der Koppel. So, gehen wir mal von hinten hier durch das Camp. Ja, da steht der Ofen. Der läuft wunderbar. Also hier sind auch keine Schwierigkeiten mit dem Rauchabzug. Hier hängen ein paar Laternen rum, damit man auch im Dunkeln hier nachher gemütlich sitzen kann. Ja. Gehen wir mal rüber zum Bogenschießstand. Die Tafel habe ich damals aufgebaut, um Leuten zu erklären, was man zum Beispiel in Survival-Situationen alles machen kann, was man so direkt nicht zeigen kann. Deswegen steht die hier noch. Und hier kann man mit Pfeil und Bogen schießen, mit einer Armbrust, mit Luftpistole zum Beispiel, mit so einer Stahlkugeln oder Diablos. Da kann man hier diese kleinen Enten umschießen. Bringt auch mega Spaß. Ja, und hier halt zwei unterschiedliche Ziele und kleine Ziele, die ich aufgebaut habe, um einfach mal zu demonstrieren, wie schwierig das eigentlich ist, wenn man auf kleine Ziele schießt. Und das ist ja nicht alles. Die bewegen sich ja auch noch. Also die jetzt nicht, aber die normalen Tiere. Ja, das ist die Rückseite. Ich habe ja noch so ein Trampolin, was ich verbauen wollte. Das soll noch mit auf dem Parcours. Im Großen und Ganzen befindet sich dort Ausrüstung drin. Ach ja, da hinten haben wir einmal die Dusche. Und da ganz hinten, ich weiß nicht, ob man das erkennt, sonst gehen wir da nachher nochmal hin, da ist die Toilette. Wir haben alles hier im Camp. So. Ja, hier vorne einen kleinen Tisch. Eine Wetterstation. Ist auch ganz cool gemacht mit einem Stein, der dann da dran hängt. Ja, und hier kann man sich einmal die Hände waschen. Mit einem kleinen Spiegel, falls jemand was ins Auge bekommen hat. So. Wie gesagt, hier befindet sich Ausrüstung drin. Oder Holz. Hier haben wir unten einen Holzvorrat. Und hier mag ich euch das gar nicht zeigen, aber hier haben wir zum Beispiel Sachen, die wir noch verbauen wollen, Ausrüstung, Sachen für den Parcours, damit das hier nicht so müllig aussieht und windgeschützt ist und ja, wasserdicht, habe ich das da drinne.
So, hier vorne ist die Dusche. Hier habe ich auch mal so ein Tarnnetz drüber geworfen, weil die Tarnwirkung einfach mega ist. Ja, und daneben gleich so eine Wassertonne, faltbar. Aber es hat in letzter Zeit nicht geregnet, von daher wird die auch gar nicht voll sein. Und wenn man hier duschen möchte, dann müssen wir hier noch so einen Boden einbauen. Denn, ja, der Boden muss hier noch verbessert werden. So war das mal improvisiert, ne? Aber nicht für die Dauer gedacht. Deswegen muss hier der Boden neu. Und ganz oben hin kann man dann einen Wassersack aufhängen. Oder wir bauen hier halt so eine Duschpumpe hin, wo man dann unten drauf tretet. Die haben wir nämlich auch noch liegen. So, ganz weit weg vom Tipi haben wir die Toilette. Man möchte ja auch niemanden zuhören, der drauf sitzt. Man möchte ja auch so ein bisschen seine Privatsphäre dann haben. Und von daher ist das immer ganz gut, wenn das ein bisschen weiter weg vom Camp steht. So, da hängt Toilettenpapier. Ja, da sind schon die ersten Fliegen drauf. Wahrscheinlich wegen dem Geruch. Deswegen lassen wir sie jetzt mal in Ruhe. Man muss dazu sagen, das hier ist schon das dritte Klozelt. Die anderen beiden sind durch die Stürme kaputt gegangen. So, dann gehen wir mal zurück. So, wie gesagt, das hier habe ich alles ganz neu verbaut. Ein Windschutz drumherum mit einem Ofen, mit einer Bank da hinten. Und dann kann man hier abends sehr gemütlich sitzen. Ja, wir haben hier Strom, weil ich hier eine Powerbank hingepackt habe, die es auch bei Surao zu kaufen gibt. Und die lässt sich ganz einfach mit Solarenergie wieder aufladen. Sie hat mehrere Anschlüsse für USB und Co. Das heißt, auch hier können wir die Kameras immer wieder aufladen. So, und das ist das ganze Tipi hier. Hier vorne kann man sitzen. Wir haben hier ein Warnmeldesystem, falls der Rauch zu weit runterkommt, sodass wir darauf reagieren können und hier nicht ersticken. Ja, das hier ist mein Platz, da in der Ecke, wo das Schlafsack ist. Das ist sozusagen der Häuptlingsplatz. Und daneben haben wir dann das Feuerholz. Ja, der Müll wird immer gesammelt und mitgenommen. Hier vorne haben wir die Küche. Da habe ich jetzt meinen Eimer draufstehen lassen. 7 Tage Notvorrat. Das wollte ich euch hier noch vorstellen. Und genau, hier geht es dann weiter. Hier sitzt dann Mike 1, der Sunny. Und wie man sieht, hier haben wir die ganzen Auflagen und Sitzkissen für draußen. In der Mitte haben wir die wunderschöne Feuerstelle. Die hat ungefähr 1 Meter Durchmesser und 2 Belüftungsschlitze. So. Feuerlöscher, erste Hilfe-Set, alles haben wir hier drin. Ah, sieh an. Und hier haben wir diese Dusche mit Pumpstation. Die zeigen wir euch auch irgendwann mal, wenn die Jungs sich trauen, sich hier auszuziehen und duschen zu gehen. Ja, und dann würde ich sagen, geht's weiter. So, ja, die Tür ist total simpel und einfach gestaltet. Die wurde damals eingebaut, als Güni herkam. Wir brauchten hier so einen richtigen Windschutz. Wir hatten halt nur hier so eine Decke aufgehangen. Aber als wir drinnen Feuer gemacht hatten, flog die Decke rein wegen dem Zug. Ja, daraufhin habe ich dann halt die Tür mit Mike 1 gebaut. Schnelle, einfache Konstruktion. Die hat schon 2 Jahre jetzt gehalten. Aber jetzt muss sie so langsam mal erneuert werden. Vielleicht mit Scharnieren oder so, dass sie ganz einfach auf und zu geht. Ab und zu frage ich mich echt, für wen habe ich dieses Camp eigentlich gebaut? Ich meine, so nach und nach war es ja klar, was man hier braucht. Als allererstes ein Wetterschutz, Rundumschutz. Dann entstand das Tipi. Dann hieß das, ja, okay, jetzt haben wir das Tipi, jetzt können wir vielleicht nochmal einen Unterstand für Holz bauen, damit wir dort immer das Holz trocken lagern können. Weil auch bei Regentagen haben wir dann trockenes Holz. Danach kam dann das Lager für den Krimskrams, den wir hier immer verbauen. Ne, kann ja nicht hier einfach irgendwo rumliegen. Deswegen auch dort
zum Holzplatz hin. Ja, dann haben wir gesagt, gut, das sieht schon aus wie eine Mauer, dann können wir ja auch da einen Bogenschießplatz hinbauen, weil dahinter ja ein kleiner Wal ist. Ja, gesagt, getan, habe ich da erstmal einen Bogenschießplatz hingebaut. Ja, und dann kam der Außenbereich. Wir wollten halt nicht in meinem Tipi sitzen und dort im Dunkeln die Natur nicht wirklich wahrnehmen. Wir haben gesagt, okay, wir können auch draußen sitzen und alles ja, beobachten und genießen. Daraufhin wurde dann der Tisch gesponsert und man konnte sich dann hier draußen hinsetzen. Wir hatten eine sehr, sehr lange Zeit kein Dach über dem Platz. So, und dann habe ich gesagt, okay, kommt da eine LKW-Plane rüber und dann haben wir schon mal Schutz von oben. Ja, es fallen ja immer so Nüsschen und so alles runter. Hier sind ja auch Eichen, die hier stehen. Dann war das nächste Problem gleich wieder da. Und zwar kam der Wind immer von der einen Seite. Und dann kam der Wind immer von der anderen Seite. Also, was macht man? Man baut wieder einen Rundumschutz einmal rum, damit man dort auch windgeschützt ist. Die Küche war ja auch noch da. Das war so eine ganz verrückte Idee. Ich habe mir gesagt, hey, teste so viele Produkte, also so viel Nahrung auf der Arbeit, die ich immer zu mir führe, weil ich sag mir auch, warum sollte ich auf der Arbeit kalt essen? Im Winter vor allen Dingen mag ich gerne warm essen. Deswegen habe ich jeden Tag mit meinem Gaskocher im Winter immer mir eine warme Suppe gemacht auf der Arbeit. Jeden Tag. Und dann dachte ich mir so, das Ganze, was ich schon alles probiert habe, warum stellen wir das nicht einfach mal vor, im Sinne von, wie man zubereitet, wie es schmeckt, und was es so da draußen eigentlich an Autoprodukten, also Automarken im Bereich Essen so gibt. Das war so der Grundgedanke. Und außerdem, wenn ich denn schon so einen Platz habe, um Autoprodukte vorzustellen, na, dann kann man das doch alles verbinden mit den ganzen anderen Sachen, die ich schon habe. Ich habe so viele Ausrüstungsgegenstände in den letzten Jahren gekauft, selbst dort, wo ich 10% geben kann, also privat gekauft, dass ich sie auch vorstellen kann. Dann sage ich mir, hey, das braucht der Shop mir nicht geben. Ich habe das ja schon gekauft. Dann kann ich das vorstellen. Ich kriege 10% und ich verdiene dadurch auch noch mal ein bisschen. Damit kann man dann theoretisch das ganze Camp wieder finanzieren. Hier ist so viel Geld reingeflossen, dass ich niemals so viel Geld wieder reinbekomme, um das Ganze hier sozusagen, dass ich hier im Plus komme. Dafür müsste man hier Survival-Kurse anbieten und das regelmäßig und dann Minimum 2 Jahre, glaube ich, um dieses Geld hier wieder reinzubekommen. Machen wir nicht. Corona-Zeiten haben uns gezeigt, dass das Blödsinn ist, weil die Menschen hatten alle Angst vor sich selber. Ansteckung hier und das liegt in der Luft und bloß nicht anfassen. Ja, jetzt wäre das nicht mehr angeboten. Jetzt habe ich mir gesagt, jetzt wird das alles hier so gebaut, dass man wenigstens für YouTube Videos produzieren kann, dass man hier windgeschützt ist, dass man sich hier trotzdem entspannen kann, eine Auszeit nehmen, seine Survival-Fähigkeiten trainieren kann und trotzdem noch YouTube-Videos produziert. Also es ist ein Camp eigentlich für alles. Das wurde hier alles so optimiert, dass wir auch nebenbei Kameras aufladen können, duschen können, ne? Also auch mehrere Tage hier bleiben, eine Toilette haben. Ja, wir können natürlich ein paar Löcher buddeln und da kann jeder reinmachen oder vielmehr jeder kann sein eigenes Loch buddeln, aber nachher wissen wir nicht, wo war wer. Und wenn wir hier so oft sind, dann treten wir irgendwann in so eine Mine rein und dann ist das nicht mehr so lustig. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir brauchen unbedingt eine Campingtoilette. Die muss dann auch immer von jedem Team, also von jedes Teammitglied hier, gereinigt werden. Weil ansonsten, wenn ich hier alles mache mit Feuerholz, mit Toilette, mit Instandhaltung, dann irgendwann arbeite ich ja nur noch, damit die anderen sich hier entspannen können. Deswegen ist es wichtig, dass es hier eine Struktur gibt, eine Aufgabenaufteilung. Ja, so entstand das Tibi-Team dann auch. Also nicht, weil ich die Aufgaben verteilt habe, sondern die Bedingungen waren ja damals, wer herkommt, der wird gefilmt, der muss entweder seine Geschichte erzählen, den Leuten etwas zeigen oder beibringen dann für YouTube und der darf hier dann umsonst das ganze Lager verwenden. Hier gibt es auch keine Fußgänger, die einfach mal so vorbeilaufen. Hier gibt es keine Waldwege. Wie gesagt, das ganze Gebiet ist eingezäunt. Hier kommt keiner rauf. Und vor allen Dingen läuft hier mal ein Hund rum, der die Leute dann runterbellt oder im schlimmsten Fall zubeißt. Also von daher habe ich hier auch Kameras aufgebaut. Falls sich hier doch mal jemand verlaufen sollte, dann wird mein Handy mir sofort Bescheid sagen, dass hier Aktivitäten sind. Diese Wildkameras sind aber auch aufgehangen worden, um zum Beispiel Wildtiere zu sehen. Hier laufen ab und zu Rehe durch. Wildschweine habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber ist schon mal cool, wenn man dann auf dieser Kamera
so ein Reh hier entdeckt. Und wer weiß, vielleicht schlafen hier sogar Wildtiere. Ja, das ganze Camp habe ich soweit alleine gebaut. Einzelne Sachen wurden dann von dem Team gebaut. Zum Beispiel das Waschbecken, die Wetterstation. Die neue Toilette wurde zum Beispiel auch gespendet. Eine Pumpdusche wurde gespendet. Und ja, das eine oder andere kommt auch vom Tibi-Mitglied. Auch hier nochmal herzlichen Dank, falls ihr das Video seht. Ja, und das große Gebiet hier, das habe ich soweit alles alleine gebaut. Natürlich solltet ihr die Gegebenheiten abchecken, ob es erlaubt ist, dort vor Ort oder nicht, einfach im Wald zu gehen und sowas zu bauen. Das ist natürlich illegal. Deswegen sucht euch jemanden, der ein Privatgrundstück hat, was nicht gerade von jedem betreten wird, also am besten noch eingezäunt, und dann könnt ihr dort machen, was ihr wollt. Also fast. Ihr müsst schon die Feuersachen beachten, ne? Vielleicht bei der Feuerwehr sein und dann, ja. Also ist gar nicht so einfach. Ihr müsst sehr, sehr viel eigentlich beachten. Deswegen habe ich auch so viel gelernt, damit ich halt vieles beachte. Also es ist nicht so einfach, wie man eigentlich denkt. Genau. Das ganze Camp ist kameraüberwacht. Und ich habe hier halt immer diese Wildkameras. Und da muss ich jetzt einmal im Monat die Batterien wechseln, damit sie weiterhin laufen. Eine Zeit lang hatte ich hier überhaupt keine Kameras, sondern nur die Schilder, dass es hier kameraüberwacht ist. Ja, jetzt gehe ich zur anderen Wildkamera. Da darf ich euch nicht sagen, wo sie ist. Ich muss ja noch ein paar Versteckte haben. Ne, falls die entdeckt wird oder kaputt gemacht wird, dann habe ich wenigstens noch andere Kameras, die ich dann kontrollieren kann, wer hier war. Genau. Deswegen, einige Kameras sollten geheim bleiben.